Willkommen zurück zu Play Dead Inside und Steffen ist wieder am Drücker und wir machen hier gleich mal weiter. Wir labern gar nicht lange drum rum. Hast du eigentlich schon mal hinterfragt, warum die Play Dead heißen? Du wirst es mir vielleicht gleich sagen. Naja, ich hab's überlegt, ob man sich bei den Spielen totspielen soll oder so. Ja, das ist ja, was ich vorhin meinte, also im letzten Part, am Ende des letzten Parts mit dieser Zeitwahrnehmung und so, dass die hier irgendwie anders ist. Und ich glaube, die fangen erst so an, dann wird man langsam wahnsinnig und am Ende. Ich glaube, das, was jetzt kommt, habe ich im Trailer schon gesehen. Hier sind, glaube ich, so eine Art wie ja, Mini-U-Boote oder so, weil das doch gerade so wie eine Werft aussieht. Ja. Naja, jedes Spiel muss ja immer eine Unterwasserpassage haben. Das ist ein Typ. Ja, aber der chillt bis jetzt erstmal nur ganz gechillt. Ja, tatsächlich. Der kommt hoch. Das kann nicht gut heißen. Die Spiegelung da auch in der Scheibe war mega geil gerade. Ja. Okay, aber die scheinen jetzt abgelenkt zu sein. Jetzt müssen wir nur gucken, dass die halt nicht gucken. Sehr schön. Jetzt denn kapern wir das Boot. Rüsche geil. Auf den Deckel. Bin halt auch echt mal gespannt. Jetzt ist jetzt Part 3. Ich meine, nun machen wir auch halbe Stunden Parts. Aber ich denke mal, so lange wird das nicht hierhin. Irgendwie so um die 3 Stunden, meintest du, ne? Ja, ja. Also um 6 Parts rauskriegen, dann ist das schon. Gut, wir sind jetzt auch ein paar Mal an eigentlich vielleicht doch simpleren Sachen gescheitert. Da verbrauchen wir natürlich auch immer so 3, 4, 5 Minuten. Vielleicht wären es auch 7 Parts, mal gucken. Die Steuerung ist einfach. Können wir jetzt eigentlich irgendwas machen? Ah, okay. Wir können quasi mit A so einen Schub aufladen. Okay. Also ich nehme mal an, dann wird der durch die Bretter müssen. Siehst du, der wird dann innen drin rot. Mhm. Boah, krass, wie groß, ne? Also wie viel Raum. Der Sound so. Boah, geil. Okay, fahr jetzt einfach mal nach links. Ich weiß nicht warum. Ich mach das einfach. Just do it, baby. Aber ohne Scheiß, es ist empfehlenswert, dass ihr euch das mit Kopfhörern gibt. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hinfahre. Die Atmosphäre ist mega geil. Wir sind gerade in einem riesigen Raum voller Wasser und man hört nur diese seichten Melodien. Das sind alle Rohre, die hier lang gehen, ja. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es leuchtet einfach. Das sieht aus, als wenn da die Wand ein bisschen brüchig ist. Da müssen wir scheinbar durch. Porös ist, als wenn da jemand nicht ordentlich die Zähne geputzt hätte. Ja. Krass, die Steine, wie sie so bröckeln. Echt geil. Ich fahre jetzt hier auch mit Absicht ein bisschen gemächlicher durch. Nicht, dass unser kleines Bötchen Titanic-mäßig untergeht. Wer da drin sitzt mit seinem kleinen Joystick. Ohne Scheiß, oder? Vor allem tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Wir müssen auch irgendwann mal wieder hoch, oder? Und diesen Leuchtkegel ist auch irgendwie total. Ja, das ist wirklich krass. Wir kommen immer tiefer. Irgendwie ist alles unter Wasser. Was machen die hier eigentlich? Ich gucke mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Ne, hier ist zu anscheinend. Ja, ist zu. Ich frage mich, mit was diese komische Kugel angetrieben wird, weil so viel Platz für Motor und so ein Scheiß ist ja jetzt nicht mehr so. Ja. Aber das ist wieder typisch Steffen. Einfach alles hinterfragen. Ja, ja. Bloß nichts zu nehmen, wie es ist. Ja, ich bin halt ein verkappter Realist, ne? Du bist einfach dumm. So, jetzt darfst du dir aussuchen, wo wir reinbrettern, Chris. Oder ob wir überhaupt irgendwo reinbrettern und einfach hochgehen. Geh mal hoch, weil. Ja, ich glaube. Bisschen Angst. Okay, hier ist zu. Wir können ja zumindest mal probieren. Gucken, was hier abgeht. Ich würde sagen, einfach mal ab durch die Mitte. Ah, okay. Aber wir müssen quasi die Wand erstmal aufschlagen hier. Oh, warte. Krass, wie genau das auch genommen wird, wo man da gegenballert. Ich muss natürlich eine Weile warten, ehe sich das so ein bisschen Cooldown hattet, ja. Ist die Frage, ob da jetzt irgendwo was offen ist oder ob das jetzt irgendwie. Ich weiß nicht, ob die Wand da vielleicht einbricht. Ich mach jetzt mal. Dass halt zumindest die Steine komplett weg sind. Ob das irgendwas bringt.
Na, ganz unten ging auf jeden Fall, glaube ich, noch was. Ich guck mal, ob wir jetzt vielleicht durchs Gitter kommen. Nee, auch nicht. Aber vielleicht reicht es einfach schon, dass wir sagen können, wir steigen mal aus. Und ob wir so durchtauchen können. Ach so, das ist gar nicht mal so dumm. Ja, super, Ja, klar. hätte gereicht. Jetzt haben wir natürlich unser cooles Ding nicht mehr, aber mit Nee. Sicherheit kriegen wir hier irgendwie diese Tor auf. Was aber auch nicht springt, wir können ja nicht rüber jumpen, obwohl mit einem Nee. Boost vielleicht, manchmal so wie so ein Delfin. Könnte sein. So Free Willy-mäßig so Ja, immer. genau. Free Auf Willy! jeden Fall. Ey, Free Willy, ey, den finde ich schon wieder völlig vergessen. Da gab es auch total unsinnige einen zweiten und ich glaube sogar einen dritten Teil oder Weiß so. es nicht, ey. An den ersten könnte man sich eigentlich mal wieder geben. Die Filme der 90er Jahre. Hier ist schon wieder so ein bisschen Dschungel irgendwie, Atmosphäre irgendwie, ich weiß nicht warum. So irgendwelche Lianen, Pflanzen, dann irgendwelche komischen Tiere. Oh, Spins. das ist eine Luke. Alles sehr dschungelhaft. Ja. Okay, aber wir Ist das sind. da hinten ein Basseng? Oder ist das Wald? Das frage ich mich jetzt auch gerade. Das sieht ein bisschen verschwommen so aus, ne? So wassermäßig. Ich glaube, das bringt nichts, wenn wir jetzt hier rüberspringen, weil davon da sind wir ja gekommen, ne? Ja, auf jeden Fall scheinbar erstmal soweit richtig gemacht zu haben. Guck mal, da steht eine Nummer dran, 02. Ich weiß nicht, wollen die Oder ist das irgendwelche ein. Atmosphären schaffen oder so? Ich weiß es nicht. Umgebungen? Mal gucken, was passiert, wenn wir den roten Knopf drücken. Das ist immer das letzte, Chris, was man macht. Du bist immer gleich so, Ja, bei mir. Oh, drücken. Motte muss am Licht fliegen. Ich muss den roten Knopf drücken. Ja, ist so. Oh fuck, oh Wow. fuck, oh fuck. I Und wieder runter müssen wir. Oder? Nee. Wow. Ja, schlagen die mich Alter. nicht. Okay. Ja, gut. War halt nochmal eine actionreiche Szene. Indiana Jones lässt grüßen. Ein scheiß Ratten hier, so richtig Loch, wo wir schon wieder drin sind. Richtig Loch. Kleine Zwischeninfo übrigens. Annika kann wohl wieder Pokémon zocken. Bei mir geht's immer noch nicht. Ey, krass da aus, ey. Ja, Annika hat auch ein iPhone. Ne? Das ist immer so eine Sache. Ich weiß nicht, ob die anders funktionieren als. Guck mal, hier ist er schon. Er hat dich eigentlich schon ein bisschen recht schon wieder. So mit diesem Wilddschungel, so ein bisschen. Ja, jetzt hast du So wirklich ein recht. paar Pflanzen sind schon alle verwuchert hier. So richtig verlassen alles aus, als wenn die Die schon wirklich Natur holt sich das zurück hier, genau. vor allem Riesensäulen, als ob das eine riesen alte Halle war, irgendwie so. Und oben kommt ein bisschen Licht durch. Aber überleg mal, wir sind ja immer noch eigentlich recht tief, ne? Eigentlich schon. Ich kann das nicht bewegen, nicht ziehen. Okay, das ist die Frage, geht's jetzt hoch, explodiert? Yo! Was ist das denn? Okay, und dann können wir darüber jumpen wahrscheinlich. Ich guck mal kurz, ob hier irgendwas kommt. Oder ob das in der Sackgasse endet. Das scheint in der, ja, in der Sackgasse zu enden. Aber trotzdem hier auch wieder Mauern mit Stacheldraht. Ja. Da oben irgendein Licht leuchtet da. Die Frage ist, was das schon wieder ist. Sind das Kameras? An Ist da. jedem Baum ist da irgendwie Ja, so ein aber guck grünes mal, Licht, ne? da ist aber auch an jedem Licht, wo sowas ist, steht so eine Tonne, ne? Ja, stimmt, Die ja. uns entgegengerollt sind auch. Ja. Was wird da, Komisch. was die züchtet? Ich weiß es nicht. Sie kommt mir so ein bisschen vor, als wenn die irgendwelche Alien-Eier sind, die so im Verborgenen ausgebrütet werden, Ich oder? weiß es auch nicht, Mann. Aber wird sich diese Fragen werden sich mit Sicherheit noch klären. Ich habe eigentlich Angst, dass sie genau das nicht macht. Das ist dann so wie bei Pulp Fiction, wo die einen Koffer aufmachen und dann leuchtet das Gold und kein Mensch weiß, was in diesem verkackten Ja, Koffer das ist ist. echt scheiße, Mann. Aber manchmal ist es halt auch geil, wenn man da so ein bisschen seiner eigenen Ja, Fantasie man wollte überlassen gerade wird. sagen, wenn man dann so ein bisschen überlassen wird, was man sich da so drunter vorstellt. Also ich bin halt auch echt gespannt. Ich hatte, wie gesagt, irgendwo auch mal gehört, dass da wirklich auch krasse Aber ich bin auch. Story-Wendungen und so noch kommen. Also dass das schon Ja, noch eine ja. Bedeutung Ich bin irgendwo aber auch mit hat. erstaunt, dass jetzt auch wirklich nicht so diese straight line wirklich ist, so rechts, 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 sondern auch mal links runter, vorbei, wieder hoch. Definitiv. Das ist die Frage. Fällt das runter? Lassen Ist wir uns in der jetzt einfach heutigen Zeit aber fallen? auch echt angenehmer. Also. Ah, nee, da ist noch. Ich seh, ich seh, ich seh. Ich hab gedacht, jetzt ich muss hier irgendwie hoch. Ich will mich nicht fallen lassen. Ist, genau, hier unten ist nämlich dieser Pult, wo wir runtergefallen werden, wieder bis ganz nach unten zum Wasser. Ja, aber jetzt können wir darüber Ich mache jumpen. es safe, würde ich sagen. Hui.
Also ich auf jeden Fall keine Sau mehr hier. Also die Leute haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ist natürlich die Frage, was die mit dem Boot auch vorhat. Aha. Chris, du könntest noch recht behalten. Aber wie gesagt, das wäre echt geil, wenn wir mit so einem Booster rüber jumpen würden. Ich denke, genau das werden wir machen müssen. Weil hier unten kommen wir nicht durch. Naja, die Luke war prädestiniert dafür, dass er Ja, die ist auch recht. Ach so. aufgemacht wird. Muss unten durch. Ha, macht Sinn. Oh, was war denn das? Was war denn ditte? Ich will raus, verdammt nochmal, Scheiße. Na, hier ein Boot. Warum? Hier ein Boot. Warum? Ah! Oh, er wollte nicht drin gehen. Oh, krass. Was Was das war denn? das? Also jetzt hier noch Unterwasserwesen, das ist ja ein Horrorszenario für mich. Ja, Flum. wir sind frei. Eigentlich müsste ich an der Stelle so wirklich so ein Free Willy einblenden, wie wir da Ey, ohne vorne Scheiß, richtig in Zeitlupe, diese. schwarz-weiß und dann irgendwie von Michael Jackson. Ich weiß gar nicht, wie der Song hieß. War doch so ein Michael Jackson-Song damals, Was für oder? Free Willy? Ja, Heal the Meinst du? World? Nee, wie hieß denn der? Heal the World? Nee, also ich You könnte es jetzt and gar nicht sagen. me. Ich will meinen, ich verbinde das auf jeden Fall mit einem Michael Jackson-Song. Könnt ihr ja Ja, mal schreiben, falls ihr wisst, was ich könnte dir meine? gar nicht mehr sagen. Okay, also es war mal ein Werk, was jetzt aber anscheinend unter Wasser steht. Das ist doch gar nicht so geplant. Wer weiß, vielleicht war hier irgendeine alte Forschung, die auch schiefgelaufen ist und das geflutet worden ist. Auch hier wieder ein Haufen roter Schalter. Gott, ey, die sind so verlockend. Aber wir werden doch jetzt hier nicht auftauchen, oder? Und dann raus. Also nachdem ich diese scheiß Fieder im Wasser gesehen habe, habe ich überhaupt keine Ey, Lust ohne Scheiß, rauszugehen, ne? Da kann man sich echt was Besseres vorstellen drunter. ey. Oh Mann, ey. Aber ich denke, uns bleibt nichts anderes übrig. Ich muss mich beeilen, mich Ey, auf jeden wie Fall. creepy ist das, wenn man nur so was hört so, und so einen kleinen Schatten sieht und das war denn? Kennst du auch dieses Gefühl, dass du irgendwo unterwegs bist und du hast einfach das Gefühl, da ist irgendwas Ey, ja, Mann. und da ist aber einfach nichts? Ja, das ist ja auch das, was ich schon im ersten oder zweiten Part meinte, mit diesen wenigen Geräuschen, wenn halt alles ruhig ist und dunkel und du hörst dann irgendwo ein Knistern, was einfach normal ist. Und du nimmst das halt muss krass wahr auf einmal und denkst sonst was. Kommen wir da durch? Dann sollen wir da jetzt wieder durchboosten. Also hoch kann ich nicht springen. Oder? Also nicht, das wäre ein bisschen sehr krass, ja. Aber das wäre eigentlich. Nee. Nee, aber vielleicht müssen wir das Boot rüberfahren und dann erst drücken. Aber das macht ja gar keinen Sinn, ob da jetzt ein Wasser ist oder nicht, oder? Ich gehe nochmal raus. Oder soll ich jetzt einfach mal probieren, rüber zu schwimmen? Vielleicht brauchen wir das Boot auch nicht Dann drück mehr. mal ruf. Was hat er denn jetzt überhaupt gebracht? Ich muss jetzt mal gucken. Ja, Wir gehen jetzt also, nochmal rein. weil wenn wir jetzt da rüberballern. Ach so, guck mal hier. Nee, doch, ich dachte. Nee, wir können ja jetzt rüberfahren. Ja, aber guck mal, wir mussten das runterlassen, weil sonst wären wir da gar nicht rübergekommen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß das Wo jetzt denn rüber? nicht. Nö. So, und jetzt müssen wir rüberschwimmen und das Wasser ablassen. Damit wir hier wieder weiter laufen können. Oder was? Ich weiß das nicht. Also irgendwie muss das ja einen Sinn haben. Na, oder wir müssen den roten Knopf drücken, der verursacht, dass das Wasser sinkt und dann geht das Tor auf, so wie bei dem anderen Schleusensystem auch. Das kann auch sein, ja. Dann So, müssen wir also jetzt auf jeden Fall quasi. müssen wir das ja scheinbar irgendwie so Ja, das machen. Boot müssen wir auf jeden Fall jetzt auf der Seite Genau. lassen. Schwimmen jetzt rüber und dann vernascht uns irgend so ein ekliges Roboter Nein Matrix heißt nein. Matrixwesen. Keine Ahnung. Oh Mann, ey. Hat mich so ein bisschen an diese Wächter erinnert von Matrix, diese. Ach, Matrix ist schon so viele Jahre Mit diesen her. Tentakeln. Das ist natürlich jetzt ein Stück weiter tiefer. Druckausgleich wäre angebracht. Oh, jetzt ertrinkt er gleich. Oh, ich hab das gerade so überlebt, glaube ich. Es war ein bisschen tief. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich hasse übrigens auch tiefes Wasser, ne? Ich auch, also Also, wenn ich irgendwo. Ich habe mich im Sinn, ich war als kleines Kind in Bulgarien. Im Meer. Ich habe mich nicht weiter herausgetraut, als wo ich stehen kann. Ich habe einfach extrem. Ich würde auch niemals im offenen Meer schwimmen. Ey, Ich ich wollte nicht habe sagen, richtig. Ich weiß nicht, da. Das wenn 4000 sträubt. Meter unter dir noch jetzt noch Da weitergeht. sträubt sich alles in mir, das zu tun, ja? Ich bin auch gar kein Fan von. Also wenn man mich einfach so im Atlantik oder was weiß ich wo, also
Einfach irgendwo in der Mitte, wo weit und breit nichts ist, einfach nur rinnen. Boah, nee, und unter die geht es halt 4000 Meter runter. Und genau das nächste Ding war ein Usedom. Kannst du dir so ein U-Boot angucken, ne? Ja. Könnte ich auch nicht. Hast du dir ein U-Boot noch nie angeguckt? Nee, aber Oder da. generell Oh, da ist U-Boot? ein Vieh. Je! Was ist das? Das hat einen Menschen. Sah erst aus wie lange Haare. Ja, vielleicht ist es doch einfach nur so ein Vieh, was sich hier so eingelebt hat, weißt du? Das sind Haare. Ja, das sind Haare, glaube ich. Aber guck mal, das will uns scheinbar führen. Guck mal hier, der sagt doch so, komm mal mit hier, ich zeig dir mal Das kann bestimmt toll werden. was. Ja, ich wollte auch sagen, Mensch, bei so einem Vieh Der sieht sagt. doch vor allen Dingen gar nicht. Wie schwimmt denn? Wie creepy ist denn das? Guck mit dem Stuhl jetzt hier vorne. Boah, wie geil ist das hier noch? Ich bin total fasziniert gerade irgendwie. Ich auch, Ich, aber man jetzt weiß halt folgt nicht. uns ja. Nee. Fuck. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir müssen es anleuchten. Ja. Da kommt dazu so ein bisschen wie Super Mario Geister Ja, so genau. angucken, ne? Da müssen wir halt rückwärts. Scheinbar kommt es mit Licht nicht so gut klar. Nee, deswegen hat es auch die Haare vor mir Sicht. Ja, das macht Wahrscheinlich, Sinn. damit das irgendwie nicht so. Jetzt rückwärts sozusagen. Kann auch nicht so den. Ich muss langsam schwimmen, ansonsten wechselt ja der den Kegel, ne? Vom Licht. Boah, ist das creepy, Alter? Jetzt muss ich wieder drücken nach links. Nee, ich darf nicht, wenn ich zu schnell mache, dann wechselt der den Suchkegel. Weil er legt ihn ja mal dahin, wo ich hinfahre. Ja. Und wenn ich das langsam mache, dann bleibt er da. Was ist das zur Hölle? Vor allen Dingen, er kann ja scheinbar auch atmen unter Ja, Wasser. das muss Das ist irgendeine Mutation eine sein, ja. mutierte Scheiße sein. Ich mache jetzt dieses Ding zu. Scheißvieh, Alter. Boah, Alter, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt wirklich nicht damit gerechnet, dass irgendwelche Wasserviecher jetzt noch kommen. Ich dachte, das war nur so ein Stilmittel, sodass man sich ein bisschen Ich einscheißt. sag ja, da wird so Resident Evil-mäßig irgendwas ordentlich schiefgegangen sein. Und deswegen sind wir auch in dieser. Das passt ja auch so, diese verlassene Gegend. Ja. Hier ist keiner mehr, alles ist geschwemmt, geflutet worden. Und irgendwelche komischen Viecher werden hier anscheinend auch ausgebrütet oder was weiß ich. Hä? Das nicht gereicht? Oder habe ich die falsche Stelle erwischt? Vielleicht müssen wir da links. Sehr Geil. schön. Jetzt haben wir es doch. Okay. Aber ich bin froh, dass wir jetzt scheinbar. Wieder am Land sind, aber Ja, wenigstens ich was mag uns unter Wasser stellen immer nicht so. Das aber ist die nicht so Frage ist, meins. was uns am Land erwartet. Ja, Ob das besser wird. könnte jetzt nicht unbedingt was Gutes Ich sehe schon bedeuten. wieder ein rotes Licht leuchten. Alter, was war denn das nun bitte für ein Vieh, ey? Und vor allem, was werden uns noch für Viecher Ja, vor allem, erwarten? wo sind wir? Was ist das? Wir sind immer noch unterirdisch irgendwie. Hier ist ein riesiger Sandstrand. Eins, was wir hören, Fast wie Urlaub. Ja, legen wir uns mal eine Matte hin hier und so einen Genau. kleinen Sonnenschirm, der wahrscheinlich nicht springen würde, aber jetzt fängt schon wieder diese Kamera an, so ein bisschen so zu schwimmen. Und ich will auch gar nicht diese Tür aufmachen, ne? Das ist irgendwie. Aber wir müssen. Ach so, drücken. Oh. Ey, 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 ey. Ja, Alter, das Wie, hat ach, er das habe ich echt. jetzt überlebt? Ich dachte, ich bin jetzt tot. Boah, Alter, das ist so. Oh Gott, das sieht wieder aus wie so ein Typ, den wir kontrollieren Ich können. finde auch total geil, wie diese Figur auch so ein bisschen Eigenleben in dem Sinne hat, dass er auch irgendwo hinguckt und reagiert. Ja, auf jeden Fall. Ich krieg's nicht auf. Ja, nee, das ist ein bisschen zu krass. Das ist anscheinend zu schwer. Vor Dann allem, schauen wir uns doch mal geht um. Hier der. wird ja irgendwas sein. Haut der jetzt ab? Nee. Er guckt uns einfach nur zu. Auch alles Unterirdische, ne? Da oben konnte sein, dass es das ein bisschen Licht sein könnte. Aber es sieht eigentlich auch dunkel aus. Oh, Boah, also diese. diese. Ja, ich wollte es nicht. Diese. Dumm. Als ob das irgendwie so ein bisschen so ein Geräusch wie jetzt, wenn du so einen großen Stein so auf eine Eisfläche knallst, so, weißt du? Ja. Kann man hier was machen?
Na, kannst Ach du so, das das ist wie so irgendwie ein so. Schaltgetriebe. Ja. Nee, aber irgendwie kann ich das nicht bewegen. Klemmt irgendwie, ja. Irgendwie. Vielleicht drücken? Nee, auch nicht. Vielleicht muss ich das auch erst anmachen. Ist im Generator irgendwas? Ja. Uwaga! Na, für was steht das? Für Underground, U-Bahn-Station? Oder ich weiß es nicht. Irgendwie machen mir diese Leute Boah, auch. Alter. Und irgendwas Ih, was ist merkst denn du, das, da? das wackelt ja alles, Ja, guck ne? mal, da rechts. Guck mal jetzt rechts. Ich weiß nicht, ob wir uns beeilen sollten. 19. Aber zumindest scheint es, genau. Jetzt kann man das hier auch benutzen. Boah, das hat echt eine gewisse Creepy-Haftigkeit. Creepiness. Nehmen wir an, jetzt sind die Etagen hoch, runter. Eigentlich habe ich gar keinen Bock auf runter, ne? Nee, runter ist immer scheiße. Aber das scheint jetzt hier auch ein bisschen was komplexer zu werden. Boah, das geht ziemlich weit runter auch. Ja, ist ja nicht so, dass wir schon ganz schön weit unten sind. Jetzt werden wir, ich denke mal, irgendwelche Etagen kombinieren müssen, ne? Rotes Licht gefällt mir absolut gar nicht. Überall dieser Sand raschelt, Ja, weil richtig geil. diese Dröschen von diesem, was auch immer da gegen diese riesen Türen haut, Ja. geht bis runter in den Keller. Das Ding können wir doch mit Sicherheit irgendwie dann. Also wenn ich das Ding jetzt hier schieben kann, dann das hätte mich auch arg gewundert. Naja, aber das ist ja auf jeden Fall so ein Knopf. Meinst du, da kommen wir wie hoch? Ich glaube nicht. Vielleicht können wir das einrasten mit einer großen Maschine. Wisst ihr, dass wir das da hinziehen? Guck mal, weil da Ja. oben ist ja ein Loch. Vielleicht können wir das irgendwie beladen, denn irgendwas mit irgendwas später, weiß ich nicht. Na, wir gucken mal. Und hier ist ja auch ein Seil, wo wir auch noch hoch können. Da, bis dahin kann das ja fahren. Aber hier können wir nicht andocken, weil die Schienen hören ja da auf. Also scheinbar können wir hier unten noch gar nicht so viel machen, außer hier ist rechts noch irgendwas. Wir gucken mal. Auf jeden Fall gibt Ah, es okay. hier Hebel und. Okay, hier geht's runter. Ach hier, das ist die Schiene. Ja. Boah, Alter, wie komplex das jetzt hier ist. Wir sind gerade mal halt nur Da unten unten. sind auch noch Menschen, ey. Ach, das ist doch eklig, Leute. Ich hab auch keinen Bock hier runter zu. Weil wenn, dann komme ich nämlich nicht mehr hoch. Naja, irgendeinen Weg wird es schon geben. Ja, das sagst du. Und dann ist das Spiel zu Ende hier für uns. Forever. Oh, nee. Ah, okay. Ich weiß, wo die Sache hinführen wird. Wir werden diesen Riesenzug da mit der Masse hinziehen. Aber wie zur Hölle komme ich da hoch? Das ist die nächste Frage. Krass, Alter, überleg mal, wie lang diese Etage jetzt alleine ist. Ja. Also das scheint echt ein größeres Ding zu werden. Vorhin wo so, die zweite runter noch? Nochmal? Oh Mann, ey. Krasse Ding. Aber wir müssen Stopp machen, weil sonst ersaufen wir hier echt. Ah, hier kommen wir hoch. Alte Scheiße, ey. So, hier ist jetzt aber, denke ich, dann Naja, doch. wir, ja klar, wir wollen ja dann hoch, ne? Ja. Dass wir da an diese Ding kommen. Was sind da für Scheinwerfer? Klopf macht mich echt wahnsinnig, ne? Ja, ne, das ist so, das schwingt immer so mit. Das ist wie so ein Tropfen Wasser, der permanent auf deinen Kopf tropft. Das hast du sehr schön gesagt, Ne? Chris. Danke. Oh. Ach, hör mir auf. Die folgen mir jetzt, ne? Ach, ne, ist aber gut. Das ist doch eigentlich nicht schlecht. Das macht die Sache ja doch ein Dann bisschen frage ich mich leichter. aber, dann frage ich mich aber, dann sind die Kabel bisher nur dafür gewesen, dass diese Helme da hängen können? Naja, können halt gleichzeitig auch als Lampen benutzt Ah, werden. das ist natürlich praktisch, ja. Also. Tot. Ach. Ja, wir hätten den Dings runterfahren sollen. So viel zu dem Thema. Ach so, ja, genau. Ja, weil Die das ist ja jetzt Schienen. unten. Aber komme ich da jetzt noch hoch? Das ist nämlich das, was ich meinte. Naja, aber das kann ja jetzt nicht sein, dass das Spiel Na, jetzt. oder ich kann jetzt an den Typen hier hochklettern. Klar, mit Sicherheit. Ey, die. Wie Geil! geil ist das denn? Die schmeißen mich da hoch. Ich finde, der Helm, der steht hier gut. Ja, ich glaube, also für zukünftige Cosplayer bestimmt eine coole Sache, ja. Absolut, ja.
Erinnert mich auch dieser Junge Dann so ein kommen die bisschen an Frage jetzt, Ness kann ich das Ding abnehmen? von Ich Mother. möchte mich nicht, dass die da reinfallen. Läuft, passt schon. Was ist denn für das Kurbeln auch echt im Kreis drehen, den Stick? Ich hab im Kreis gedreht, ja. Guck mal, ey, wie die creepy Schweine, Und wieder hoch. Oh, wirklich, wie sie gucken. Hey, nein, was denn? ey. Drehe, Irgendwie bist du drehe. ganz schön geil, ne? Krass, ey. Die haben auch alle keine Gesichter wirklich, ne? Ist alles nur so irgendwelche matschigen Texturen in der Fresse. Vor allem irgendwelche Latzhosen, als wenn das so eine alten wirklich Berg- oder Minenarbeiter Ja, waren. ja. Ja, und so weit erinnert das hier tatsächlich auch so ein bisschen, ne? So die Minen von Mordor. Ja. Nee, von, nicht Mordor. Die Minen von. Wie hieß die? Minas Tirith? Nee, wie hieß Alter, denn das? das ist, wie gesagt, viel zu lange her. War auch Aber eigentlich gar nicht so der ich Riesen-Herr der bin. Ringe-Fan, muss ich Nee, sagen. ich jetzt eigentlich auch nicht. Aber ich weiß auf jeden Das Fall, dass einmal das falsch gesehen. war, was ich gerade gesagt habe. Da haben wir mit Sicherheit Zuschauer, die uns da berichtigen können. Die Minen, ihr wisst schon, was ich meine. Da, wo Gandalf nicht durchgehen wollte. Und Ja, also wo ich dann weiß auch. stand, sprich Freund und tritt ein. Ja, also ich weiß schon auch, was du meinst, aber weißt du nicht, wie es So, jetzt heißt. ist. Ja. Und jetzt kann ich da mich mit Hilfe von Nee, euch. du musst das unter das Loch stellen. Weißt du, wie ich meine? Und dann springst du von da oben auf das Ding ruf. Und dann musst du wahrscheinlich irgendwie, weißt du, wie ich Ach, meine? hier drunter meinst du? Ja. Also geh mal davon aus, weil das Loch muss ja irgendeinen Sinn haben. Okay, und dann meinst du denn, meine Freunde, die hieven mich dann hier hoch? Genau. Hallo, ich brauche Hilfe. Ein bisschen weiter nach rechts, wenn ich bitten darf. Boris! Wer ist eigentlich dieser Boris? Geht's hier Naja, eigentlich nach rechts irgendwie? kleiner Gruß an die Zelda-Zuschauer. Nee, hier ist Pumpe. Ach, jetzt hier der Opa gewesen, der dieses Ja, Herz da aushält. Grabräuber, Der Grabgräber. Grabraver. Grabkuseltour. Ich spring mal trotzdem erstmal rüber. Okay, hier ist nichts. So, was habe ich jetzt davon, wenn ich da in diesem Laster drin bin? Nichts, weil. Ach, die haben jetzt geschoben, oder was? Naja, du kannst dich dann, wenn du da drauf bist, wieder zurückschieben lassen und dann da hoch. Da kann ich nicht Nach einfach links, wisst hier ihr? ruf und dann. Nee, das reicht nicht. Also, das. Sonst wäre diese Seil da auch für nichts und dieses Loch und das alles. Ja, Das wird schon so gewollt sein. aber das ist doch Du musst jetzt Kacke. halt nur Das das muss ich Ding, mich darfst du beeilen, nicht oder was? unter das Loch stellen. Bisschen daneben. Weil die Nach schienen rechts natürlich, wenn daneben? du da hinläufst, schienen die das natürlich, wisst So ihr? schon. Bisschen oder wie? Na, ich würde da sagen, das ist fast noch zu wenig. Ja, ich probiert mal nochmal. Ja. Beeil mich dann einfach mal. Vielleicht muss ich auch wirklich einfach rennen und. Ne, ich sehe ja unten, da Ja, siehst du, sehr ich gut. sehe das ja. Perfekt, wunderbar. Jetzt hab ich hab nicht drauf nicht drauf geachtet beim ersten Mal. Und jetzt kannst du hier nämlich Ich brauche lang. auch gar nichts machen, die schieben mir alle von Sehr alleine. schön. Naja, sind sie doch für was gut, diese ganzen Aber ich manipulative. habe ja trotzdem keine Ahnung, was ich jetzt, wo ich jetzt hin will und was ich jetzt machen will, ne? Ach, hier geht's hoch. Dieser Helm sieht wirklich krass aus. Und jetzt? Jetzt ist das Wasser wieder hier. Ja, einfach mal weitergehen. Uiuiui. Wie teuer ist denn das Spiel eigentlich ungefähr? Ich habe. Es war erst bei Steam erhältlich für 19,99. Ich habe es aber bei meinem lieben Partner MMOGA gekauft. Ah, Da okay. war es etwas runtergesetzt. Ich glaube auf 17 Euro oder so. Und ja, da habe ich es mir denn da gekauft. Alles klar. Ist natürlich, man muss abwägen, 17 Euro für, sagen wir mal, 3 Stunden Spaß. Muss man abwägen. Aber Ja. bis jetzt muss ich sagen, wenn das so weitergeht jetzt für 3 Stunden. Meiner Meinung nach durchaus, also wenn man überlegt, wofür man sonst 17 Euro Ja, ausgibt. absolut, ja. Also, das können wir natürlich ganz genau erst am Ende sagen, wenn wir das wirklich durch haben. Aber wenn ich an The Last of Us Left Behind zum Beispiel denke, hat auch 15 Euro gekostet und das hat auch 2,5 Stunden höchstens gedauert, wenn man es atmosphärisch gespielt hat. Das waren aber 2,5 Stunden der Freude und des innerlichen Was Blumenpflückens. mache ich jetzt hier eigentlich? Was möchte ich jetzt hier erreichen, ist die Frage. Und ich finde, da ist es Da. dann halt auch gerechtfertigt, Da ne? ranzuspringen irgendwie? Okay, wir werden wahrscheinlich Folgendes tun, weil wir brauchen ja ganz schön lange. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass das vielleicht Sinn macht? Nee. Ja, sind wir zu schwer.
ist jetzt echt strange. Aber da können wir uns ja dann noch einen Kopf drüber machen, weil Ja. der Part ist nämlich auch zu Ende. Und Würde dann ich auch starten wir. sagen. Ist echt krass, wie wir zum Ende des Parts immer irgendwie an so eine Tücken geraten. Ja, das ist geplant, glaube ich. So ein Das ist, 30-minütiges ja. Rätsel hat sich der Entwickler gesetzt. Definitiv, ja. Bei den Jetzt, ganzen Grafiken. jetzt braucht man ein krasses Rätsel. Also gut. 30 Minuten sind um. Genau. Aber mal gucken, vielleicht kann ich ja da. Boris hilft uns nächstes Mal. Na, mal sehen, mal sehen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Inside. Bis dahin. Tschaußen! Tschüss.